Bernd Balle von Carl Zeiss Industrielle Messtechnik ist zu Besuch bei Stahl im Sterner. Dort will er sich das neueste Messgerät im Einsatz anschauen. Stahl im Sterner ist einer der weltweit führenden Anbieter von Spritzgussteilen aus Silikon. Das österreichische Unternehmen steht für hohe Qualität und Präzision in der Entwicklung von Produkten für die Massenfertigung. Zur Sicherung der Qualität verwendet das Unternehmen Messgeräte von Carl Zeiss. Ja, vor einigen Jahren hatten wir den Lenkradschalter für den VW 5er Golf entwickelt. Das ist ein Multifunktionsschalter. Die besondere Herausforderung dazu war, dass dieses Teil ein Teil ist mit Freiformflächen und das hier genau passen muss. Ja, die Qualität prüfen ist nicht so einfach. Das Teil besteht aus zwei verschiedenen Werkstoffen. Hier sieht man, das Schwarze ist der Thermoplast und das Weiße das Silikon. Wie man sieht, Silikon ist weich. Daher mussten wir verschiedene Messsysteme verwenden. Der unempfindliche Kunststoff wurde abgetastet, das weiche Silikon wurde gescannt. Die Entwicklung des Lenkradschalters dauerte deshalb sehr lang. Heute verwendet Stahl im Sterner nur noch ein Messgerät, den Computertomographen Metrotom 800 von Carl Zeiss. Röntgenstrahlen durchleuchten die Silikonbauteile aus allen Richtungen und offenbaren verborgene Details. Ich kann das Produkt ganzheitlich betrachten. Das heißt, ich kann mir die Außenseite ansehen, ich kann innen zugleich schauen, ich kann aber auch sehen, wie die verdeckten Masse ausschaut. Die Software Calypso errechnet aus der Fülle der Daten ein 3D-Modell des Bauteils. Die unterschiedlichen Farben zeigen deutlich, ob es die richtigen Maße hat oder nicht. Und das ist einfach der Riesenvorteil. Auf einen Blick sieht man, wo nachzuarbeiten ist, wo die Fehlstellen sind und jeder Beteiligte hat den gleichen Wissensstand. Wie kam es dazu, dass Sie sich für Carl Zeiss und den Metrotom entschieden haben? Wir haben uns mehrere Anbieter angesehen. Das Metrotom von Zeiss war einfach das gute Gerät im Zusammenhang der Betrachtungsmöglichkeit und der Messtechnik, der bekannten guten Messtechnik. Die Zahlen sprechen für sich. Stahl im Sterner reduzierte die Entwicklungszeit neuer Prototypen um die Hälfte. Unser Alltag wird bestimmt durch scheinbar einfache Dinge. Einfach? Wieder einmal hat sich gezeigt, welches Wissen, welche Erfahrung und welche Technik oft dahinter steckt. Verblüffend. Selbst für Zeiss.